Hallo und herzlich willkommen zum 10. Spieltag der Bundesliga-Saison 2021. Vom 4.12. bis zum 7.12. haben wir 9 Spiele, also ein wunderbares Fußballwochenende steht uns bevor. Und das erste Spiel ist Hertha BSC gegen Union Berlin, das Stadtderby. In der letzten Saison ging das Hinspiel bei Union Berlin, an Union Berlin. ein Sieg sprang daraus, das Rückspiel bei Hertha BSC in einem leeren Stadion ging 3-0. An die Weiß-Blauen. Vielleicht nennt man die so, habe ich eigentlich noch nie gehört. Also eigentlich ausgeglichen, was bis jetzt die Statistiken der Bundesliga angeht. So viel Statistiken gibt es ja gar nicht, so viel Historie, was das betrifft. Die Herthaner gegen Bayer Leverkusen war das nicht schlecht, aber auch nicht brillant, ja, wenn ich mal so sagen will. Leverkusen extrem ersatzgeschwächt, da hatte ich ein bisschen mehr erwartet. Union Berlin das letzte Spiel. 3-3 knapp, aber Max Kruse, der hat jetzt, 5 Tore, 4 Vorlagen oder 6 Tore, 4 Vorlagen. Das ist ja brachial, was der spielt, der Max Kruse. Unfassbar. Dieses Freitagsspiel, 20.30 Uhr, es wird bitterkalt sein, höchstwahrscheinlich am Wochenende. Das heißt, da müssen wir mal gucken, ob da die Spieler vielleicht anders drauf reagieren. So, das wollte ich sagen. Und ich tippe auf einen Sieg für Union Berlin. Die sind mir einfach in der Defensive gefestigt, in der Offensive haben den klaren Plan und deswegen tippe ich auf ein 1-2 aus Sicht von Hertha BSC und damit die nächste bittere Pille für die Mannschaft von Bruno Labbadia. Das nächste Spiel, Köln gegen Wolfsburg, Samstag, 15.30 Uhr. Die Kölner mit dem Sieg gegen den BVB, endlich diese Sieglosserie konnten sie beenden und sie haben am Ende natürlich ein bisschen Glück gehabt in der Schlussphase, aber dieses Glück haben sie sich redlich verdient mit einem krassen Fight, krassen Engagement und sie haben nie die Köpfe eingesteckt. Das gab vielleicht 1-2 Minuten in den ganzen 90, wo ich gedacht hätte, oh, vielleicht kommt Dortmund ja wirklich hier nochmal zu einigen Toren. Der Rest war super stark verteidigt von den Kölnern, währenddessen Wolfsburg mit dem 8-Tore-Spektakel gegen Bremen zumindest mal ein offensives Ausrufezeichen setzen konnten. Defensiv war das Ganze teilweise auch unglücklich, mit dem Eigentor von Brooks beispielsweise. Aber jetzt wirklich nicht so, wie man es sich eigentlich vorstellt, gerade weil sie ja auch in Europa unterwegs sind. Nee, sind sie nicht, stimmt. Wolfsburg ist ja gar nicht in Europa vertreten. Das ist ja auch, was man letztes Jahr mit Glasner verpasst hat. Deswegen auch ein bisschen die Stimmen gegen ihn lauter wurden. Nicht vergessen, die spielen nicht in Europa. Was, also für mich habe ich mich Wolfsburg so schon dran gewöhnt, dass die Euroleague spielen. Naja, aber kommen wir zurück zum Spiel Köln gegen Wolfsburg. Ich denke, dass Köln eine erste sehr gute Halbzeit spielen wird, auch feldüberlegen sein wird. Zumindest was die Chancen angeht, auf jeden Fall gut dabei sein wird. Jedoch glaube ich, dass Wolfsburg sich durchsetzen kann, weil die Kölner keine Standardtore machen in diesem Spiel. Und deswegen tippe ich auf ein 0-1. Aus Sicht von Köln, also ein 1-0-Sieg für Wolfsburg. Das nächste Spiel, 15.30 Uhr am Samstag, ist Bielefeld gegen den FSV Mainz 05. Bei Bielefeld, gut, die haben verloren, aber knapp gegen Leipzig. Und endlich hat Klos mal ein Tor geschossen. Das allererste Bundesliga-Tor für ihn, wenn ich mich recht entsinne. Und die Mainzer haben mit Mateta und Quaison zwei wirklich gute Stürmer, die immer mehr in Form kommen und haben sich deswegen so ein wenig schon aus der Krise befreien können. Und sind nicht auf einem direkten Abstiegsplatz, sondern nur auf einem Relegationsplatz. Das wird Auftrieb geben. Sie haben gegen Hoffenheim nicht schlecht gespielt. Und ich denke auch, dass sie es gegen Bielefeld durchsetzen können. Gerade Mateta und Quaison, wenn Bielefeld es nicht schafft, diese zwei Stürmer dauerhaft zu nerven, an sich zu binden, wird das wirklich schwierig, nicht vielleicht sogar 3-1, 3-0 zu verlieren für die Bielefelder. Denn ich denke, Mainz ist so eine Mannschaft, die Bielefeld sehr wehtun kann. Und deswegen tippe ich auch auf ein 2-0 für den FSV Mainz 05. Das nächste Spiel, Samstag, 15.30 Uhr, Frankfurt gegen Borussia Dortmund. Ja, die Frankfurter gegen Union Berlin am letzten Spieltag mit dem 3-3 haben wirklich eingesteckt in den ersten Minuten, konnten sich dann aber wieder auch durch den Doppelpack von Silva lösen und ich finde auch diese Offensive, Dost, Silva und Kamada sind wirklich stark, haben wirklich viel Potenzial, die Saison einige Tore zu schießen. Währenddessen Dortmund mit der, ich will nicht sagen Blamage, das wäre ein bisschen zu hart und ein bisschen zu unfair Köln gegenüber, weil so schlecht hat Köln jetzt auch nicht gespielt die letzten Wochen. Jetzt könnte man sagen, das wäre eine große Blamage gewesen, aber es war schon ein herber Rückschlag.
und mit dem man so auch in Dortmund auf keinen Fall gerechnet hatte, weil die Qualität eigentlich da ist. Und jetzt unter der Woche müssen wir sehen, wie es das Spiel gegen Lazio zum Beispiel ausgeht. Aber ich denke, meistens ist so, Dortmund hat immer mal wieder alle paar Wochen einen kleinen Aussetzer und verliert man ein Spiel, spielt man ein Spiel unentschieden. Aber die restlichen Spiele, auch diese Saison, ist Dortmund brutalst stark. Ja, es kommt dann auch oft an, in der Defensive, ob Hummels einen guten Tag hat, dann steht die Defensive bombenfest. Wenn Hummels mal einen schlechten Tag hat, ist die ein bisschen wackelig. Aber auch Akanji hat sich stabilisiert, meiner Meinung nach. Zagadou kommt zurück und vorne über die Offensive muss man nicht reden. Selbst ein Moukoko hat gegen Köln nochmal einiges gezeigt. Und da muss Frankfurt aufpassen. Ich denke, wir wollen wieder mit Kampf ins Spiel gehen, die Frankfurter. Aber am Ende tippe ich auf ein 1:4 aus Sicht von Frankfurt. Also 4 Tore Dortmund, 1 Tor Frankfurt. Dann wieder Samstag 15:30 Freiburg gegen Gladbach. Sehr interessantes Spiel. Wirklich, wirklich interessantes Spiel. Eigentlich, wenn man drauf schaut, denke ich mir eigentlich so, ja, ist ja ganz okay. Man hat eine Mannschaft aus dem unteren Mittelfeld, die meistens eigentlich nur noch gegen den Abstieg kämpft, schon seit Jahren. So, das ist so ihr Ziel, nicht abzusteigen. Und Gladbach spielt Champions League. Die haben eigentlich immer solide gespielt diese Saison. Und die haben auch offensiv wie defensiv einfach diese Physis, um dagegen zu halten gegen diese kampfbetonten Mannschaften, die viel über die Leidenschaft kommen. Deswegen würde ich mir eigentlich sagen, ja, das wird Gladbach reißen, so vielleicht ein knappes 1-0 oder so. Aber ich fand, dass die Freiburger, letzten Spieltag haben die 1-1 gespielt. Mir hat nicht nur Grifo sehr gut gefallen, der ja auch italienischer Nationalspieler mal war oder ist, ich weiß gar nicht genau, wie man das sagt. Also war schon mal in der italienischen Nationalmannschaft, finde ich auch super. Aber dieser Demirovic aus Bosnien-Herzegowina kommt der. Ich fand den sehr, sehr gut. Ich fand ihn sehr, sehr gut. Er hat nicht alles richtig gemacht. Er hat auch Bälle verloren. Er konnte Bälle mal nicht festmachen. Aber trotzdem, ich fand, er hat so, so viel Potenzial. Und deswegen glaube ich, dass er sogar vielleicht einen Doppelpack schießt gegen Gladbach, wenn er spielt. Und ich tippe auf ein 1:1 oder 2:2, also auf ein Unentschieden. Dann kommt das absolute Topspiel am Sonntag um 5. Am Sonntag um 15.30 Uhr, ja. Am Samstag um 18.30 Uhr natürlich. Die logische Topspielzeit. Leipzig gegen die Bayern oder Bayern gegen Leipzig. Die Bayern, muss ich sagen, nie brillant gespielt. Auch gegen Hoffenheim wirklich alles andere als gut. Während die Leipziger dominant spielen, es ist Platz 1 gegen Platz 2. Es wird ein super offensives Spiel, wie ich hoffe. Extreme Intensität will ich sehen. Und ich denke, dass sich die Bayern ein bisschen ins eigene Bein schießen werden. Sie werden mit 1:3 verlieren, denn ich sehe Leipzig einfach in diesen Spielen gegen Bayern eigentlich immer ein Ticken weiter vorne. Jetzt kommen wir aber zum Spiel am Sonntag um 15.30 Uhr, Bremen gegen Stuttgart. Bremen leider verloren gegen Wolfsburg. Müssen sie einfach aus der eigenen Sicht sagen, wir haben 3 Tore geschossen, auswärts, aber wir verlieren trotzdem, weil sie 5 Gegentore kassieren. Das ist natürlich astronomisch hoch, wenn man mal drüber nachdenkt. Und es darf so auf gar keinen Fall passieren. Währenddessen die Stuttgarter hätten gegen Bayern fast einen Punkt mitgenommen, waren wirklich nah dran. Und da muss ich mal sagen, an der Prognose des 9. Spieltags habe ich das Spiel perfekt getippt. Ich habe gesagt, 3-1 für Bayern, es wird lange knapp sein und die Entscheidung fällt erst spät. Und dann kommt da Douglas Costa in der 87. macht spät die Entscheidung. Das war mein einziger Tipp, der perfekt war. Und dann war ich sehr glücklich, weil er wirklich 1:1 das widerspiegelt, was passiert ist. Aber das mal beiseite. Die Stuttgarter, wie gesagt, die lassen sich einfach nicht aus dem Konzept bringen. Klar, die haben gegen Bayern verloren, schade. 0 Punkte, -2 für die Tordifferenz. Aber die wissen genau, dass das, was sie spielen, extrem, extrem gut ist. Und ich, immer wenn ich die Stuttgarter spielen sehe in dieser Saison, es macht Spaß. Nicht nur das Zuschauen als Zuschauer, sondern auch die Spieler auf dem Platz. Die lachen, die haben Spaß. Klar, die ärgern sich, wenn was falsch läuft. Aber die feuern sich gegenseitig an. Die haben eine junge Mannschaft, die ist hungrig. Und mit Castro finde ich super im Mittelfeld. Der ist nicht dieser laute Anführer die ganze Zeit, aber er ist ruhig, er ist besonnen. Er weiß genau, okay, du hast einen Fehler gemacht, egal, mach weiter. Er feuert die jungen Spieler an, aber auch ein Didavi, der kommen kann, ja. Und dann hier nicht nur junge Spieler. Und das finde ich eben sehr, sehr stark. Ich denke, dass die Stuttgarter das Spiel gut bestreiten werden und am Ende ein 2-1 trotzdem für Bremen dasteht. Also kommen wir zum nächsten Sonntagsspiel um 18 Uhr Schalke gegen Leverkusen. Die Leverkusener ja arg gebeutelt von Verletzungen und der Corona-Pandemie.
Pandemie- oder Corona-bedingten Ausfällen. Die müssten sich nach dem 0-0 gegen Hertha BSC, was man jetzt so mitgenommen hat, weil man wusste, dass es sehr, sehr schwer wird mit den ganzen Spielern, die nicht spielen können. Aber trotzdem, auch gegen Hertha BSC war die Startelf eigentlich so, wo ich sagen würde, ja, das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus. Klar, die Auswechselbank sah alles andere als gut aus, alles andere als Erstligareif, da waren viele Jugendspieler oder auch Spieler, finde ich, wie Mitchell Weiser, der eigentlich fast gar keine Rolle mehr spielt oder nur noch sehr vereinzelt auf jeden Fall. Eigentlich sind die Bänder gesetzt. Und Schalke 04, ja, was soll man da sagen? Gegen Gladbach wirklich nicht schlecht gespielt, müssen das 2-1 eigentlich machen, was die Chancen betrifft, was Momentum betrifft, aber sie schaffen es nicht. Sie schaffen es gerade einfach nicht. Und es ist wirklich schwer zu sagen, wann der Knoten platzen wird. Es wäre sehr, 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 sehr wichtig für die Schalker, dass es noch vor der Winterpause, oder was heißt Winterpause, vor Weihnachten passiert, um dann im Frühjahr eine Mentalität an den Tag bringen zu können, die stark genug dafür ist, den Abschied zu verhindern. Wenn das nicht passiert, sehe ich schwarz. Und ich glaube nicht, dass in Leverkusen was drin ist. Ich denke, Leverkusen gewinnt das Ganze 2-0. Und die armen Schalker, muss man einfach langsam sagen. Das nächste Spiel ist Hoffenheim gegen Augsburg am Montag um 20.30 Uhr. Die Hoffenheimer haben sich ja nicht ganz so gut verkauft gegen die Mainzer. Rote Karte von Geiger hat es natürlich dann nochmal sehr schwer gemacht. Ich glaube, in der 10 Minuten vor Schluss war das. Aber trotzdem, wenn ich mir die Aufstellung anschaue vom letzten Spieltag gegen Augsburg, ist das wirklich genug, um ist das wirklich genug, um gegen die Augsburger zu punkten, auch wenn die Augsburger wirklich nicht schlecht dastehen. Sie haben ja 1-1 gegen SC Freiburg gespielt gehabt am letzten Spieltag. Also Augsburg ist momentan auf Platz 8 und die TSG bei auf Platz 12. Und bei Hoffenheim, wenn man gegen Augsburg nicht gewinnt, vielleicht ja sogar verliert, dann muss man wirklich schauen, dass man erstmal sich von den Abstiegsplätzen fernhält. Das ist dann die ganz klare Realität für die TSG. Zumindest im Moment, ich denke natürlich perspektivisch gesehen, wird Hoffenheim nicht absteigen oder abstiegsbedroht sein am Ende der Saison. Aber trotzdem müssen sie langsam mal ein bisschen die Punkte sammeln, auch um sicher zu sein, um Ruhe zu haben im Verein. Und ich denke, das schaffen sie gegen die Augsburger. Ich denke, es wird ein knappes Spiel und ich tippe auf ein 3-2 für Hoffenheim. Das war's dann auch schon mit diesem Spieltag. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ciao, ciao.